und ich freue mich sehr, dass die Evelyn Regner heute hier ist. Und wir haben eine kleine Ausstellung vorbereitet, die heißt Die arisierte Sandgrube, eine Geschichte, die heißt Der Wein des Vergessens. Heutzutage mit einem Titel Der Wein des Vergessens zu propagieren, ist, glaube ich, sehr gut, weil, glaube ich, jeden Tag gibt es mindestens 2, 3 Meldungen, wenn nicht mehr, die man gern vergessen würde. Aber das mit dem Vergessen ist ein Problem, weil wenn man vergisst, dann kommt es wieder. Aber über dieses Wortspiel hinaus, der Bernhard Herrmann und ich, wir haben begonnen, die Geschichte der Winzergenossenschaft Krems zu erforschen. Das ist die größte Weinbaubetrieb Österreichs. Und wie das in Österreich so ist, der größte Weinbaubetrieb hat sich gegründet nur deswegen, weil er einen jüdischen Weinhändler und Weingartenbesitzer arisiert hat. Die heutigen Betreiber dieser Winzergenossenschaft haben, wie wir ihnen das Material gegeben haben, waren nicht sonderlich begeistert, um es einmal so zu sagen, über diese Geschichte. Aber das Schöne war, nach 2 Wochen, nachdem das Buch auf dem Markt war, haben sie gesagt, wir haben ihr Interesse für die Geschichte geweckt und sie machen jetzt alles und sie machen eine Historikerkommission und sie arbeiten jetzt alles auf. Und manches Mal ist es ganz gut, wenn der Druck der Öffentlichkeit ganz gut ist. Und neben dem Buch, also das kann man einerseits lesen, andererseits kann man sich auch dann die Ausstellung anschauen und ich freue mich, dass die Evelyn Regner ein paar Worte zur Ausstellungseröffnung sagen wird. Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist es eine Ehre, dass ich jetzt ein paar Worte an Sie richten darf. Mein Name ist Evelyn Regner, ich bin Abgeordnete zum Europäischen Parlament und Sie wissen ja, die Wahlen bestehen bevor. Aber als ich die Einladung bekommen habe, habe ich mich ganz besonders gefreut, nämlich deshalb, weil gerade dieses Thema, dieses Buch nicht nur und diese Ausstellung nicht nur mehr oder weniger vieles verknüpft, nämlich eben große Liebe, Verrat, große gesellschaftliche Themen, Dinge, die uns in der Vergangenheit bewegt haben, sondern auch Dinge, Themen, die uns heute bewegen und die sehr wichtig sind. Und deshalb habe ich mir ein paar Zeilen aufgeschrieben, und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil angesichts dessen, was wir gerade in Wien, in Österreich, an verbalen Entgleisungen in unserem Alltag schon erleben müssen, macht es nicht nur Sinn, sondern ist es ein Gebot für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, genauer hinzuschauen, was ist in der Vergangenheit passiert, wo ist ein Mantel des Schweigens oftmals drüber gelegt worden und was ist es wert, genauer beleuchtet zu werden, weil genau das wichtig ist für die Gegenwart, aber auch für den Blick in die Zukunft. Und das betrifft unser gesellschaftliches Leben, das betrifft unser politisches Leben, das betrifft unser Alltagsleben, uns alle. Und deshalb verzeihen Sie, wenn ich jetzt einmal zu lesen beginne, was ich normalerweise selten mache, aber weil mir das Thema wirklich ein sehr großes Anliegen ist und weil ich wirklich ganz, wirklich sehr, sehr, mich sehr geehrt fühle, eben heute genau aus diesem Anlass zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach wie vor sind so viele Gräuel aus der NS-Zeit noch nicht aufgearbeitet. Mit Ihrer Ausstellung Wein des Vergessens leisten Sie einen wichtigen Beitrag. Gleich zu Beginn möchte ich deshalb den Autoren für ihre wichtige Arbeit danken. Es gibt immer wieder blinde Flecken in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Arisierung von Betrieben. Davor war auch schon die schöne Wachau betroffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer wieder nachfragen, dass wir kritisch bleiben, dass wir aktiv uns mit der dunklen Vergangenheit unseres Landes auseinandersetzen, nämlich um für die Zukunft zu lernen. Erinnerungskultur ist heute wichtiger denn je. Wir müssen uns erinnern, welche Gräueltaten aus dem Faschismus entstanden sind. Und wir müssen uns an die Anfänge erinnern. Wenn wir uns heute in Europa umschauen, dann sehen wir Tendenzen, die in eine komplett falsche Richtung gehen, nämlich in die ewig gestrige und zurück in ein dunkles Europa. Das friedliche Europa ist bedroht. Der italienische Minister Salvini, wie Sie mitbekommen haben,
posiert mit Waffen, also Unsägliches, Unaussprechliches passiert. Der ungarische Premierminister Orban macht Listen der jüdischen Bevölkerung. Und die FPÖ leistet sich einen sogenannten Einzelfall nach dem anderen. Und der Spitzenkandidat, Herr Wilimski, droht dem ORF und der Schweigekanzler schweigt. All das ist Gegenwart, auch hier und heute jetzt. Dem müssen wir uns vehement entgegenstellen. Erinnern, gedenken, niemals vergessen. Niemals vergessen, welch furchtbare und dunkle Stunden Europa hinter sich gelassen hat. Und damit die Zukunft in Europa eine helle ist, ist es ganz besonders wichtig, diese europäischen Wahlen als Richtungswahlen wahrzunehmen. Der 26. Mai ist mehr als nur irgendeine Wahl. Der 26. Mai, das ist ein Tag, in dem wir eben auch ein Zeichen setzen können durch unser Wahlverhalten, wie ein helles Europa aussieht und wie wir eben aus der Vergangenheit, aus dieser Geschichte von Verrat, von Grauen, von Hinwegsehen, letztlich auch in eine helle Zukunft zeigen kann, nämlich indem wir aufarbeiten und indem wir uns damit auseinandersetzen, was passiert ist, eben um in ein helles, in ein soziales, in ein gutes Europa zu schauen.